Hallo da draußen. Heute bin ich mal alleine. Wieder voll mit Power. Wir haben viel, viel gearbeitet, viel analysiert und jetzt machen wir mal ein Ernüchterungs-, ein Faktenvideo. Die Nelly ist derweil daran, weitere hochbrisante Themen aufzuarbeiten. Also Leute, wir sind in einer Zeit, das ist... Langsam wird es jedem klar da draußen, denke ich. Ja, was wollen wir heute machen? Ich muss es mir nochmal gerade eben auf den Bildschirm holen, damit wir es auch alles haben. Ihr erinnert euch bestimmt, dass am vergangenen Freitag über die Impfpflicht im Bundesrat abgestimmt werden sollte. Und danach gab es ein Video, das durchs Internet gerauscht ist wie irgendetwas. Das ist durchgetrieben worden von der Sabine Dittmar, die ihres Zeichens gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion ist. Und sie hat da in blumigen Worten, sehr emotional auch, und hat gesagt, natürlich passiert das nicht, es ist natürlich keine Impfpflicht da drin. Das ist alles Quatsch und das war auch nie der Sinn dahinter, eine Impfpflicht hineinzuholen. So, jetzt gucken wir uns doch mal an, was die da vereinbart haben. Und ich erkläre euch gerne, was das bedeutet. Wir haben in unter 15, Paragraph 23, ich lese das ab, wird wie folgt geändert. A, Satz 1 wird wie folgt gefasst. Soweit es zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Paragraph 23 Absatz 3 in Bezug auf übertragbare Krankheiten erforderlich ist, also unser Coronavirus soll ja übertragbar sein, darf der Arbeitgeber bis personenbezogene Daten eines Beschäftigten über dessen Impf- und Serostatus, also was für einen Impfstoff hat er bekommen und wann hat er den zuletzt bekommen, verarbeiten, um über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die Art und Weise einer Beschäftigung zu entscheiden. So, was heißt das im Einzelnen? Wer nicht geimpft ist, kann seinen Impfausweis natürlich nur lückenhaft vorlegen. Wenn jetzt die Pandemie ausgerufen wird von der Bundesregierung oder die Epidemie ausgerufen wird, ob das jetzt mit Coronavirus oder vielleicht denken die sich auch, naja, der Coronavirus hat nicht so richtig funktioniert, nehmen wir einen anderen Virus, dann kann es passieren, dass die Leute gar nicht in Kurzarbeit gehen, sondern sie werden schlichtweg entlassen. Also derjenige, der nicht geimpft ist und das nicht ausweist, darf jederzeit entlassen werden. Jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen und ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir haben in Deutschland ja keine Maskenpflicht, sondern wir haben laut dem Gesundheitsministerium eine dringende Empfehlung, Masken zu tragen. Das ist Punkt 1. Wenn wir jetzt mit dem Bus, der Bahn irgendwo hinfahren wollen oder wir möchten etwas einkaufen, dann müssen wir Maske tragen. Wie haben die das also gemacht mit der Maskenpflicht, die ja mit dem Grundgesetz und vom Bundesverfassungsgericht ja abschlägig entschieden wurde? Sie haben es ganz einfach gemacht. Sie gehen übers Ordnungsamt und sagen, also ihr lieben Unternehmen, bei euch wird, also ihr Einkaufsgeschäfte, bei euch wird Maske getragen, das ist Pflicht. Und ihr Busunternehmer und ihr Bahnunternehmen, natürlich wird bei euch auch. Ansonsten bekommt ihr eine Ordnungswidrigkeit. Was nichts anderes bedeutet, als wir haben die Maskenpflicht durch die Hintertür bekommen. Und jetzt bekommen wir mit der Abstimmung, also mit der Annahme des Gesetzesvorschlages am 15.05. die Impfpflicht durch die Hintertür. Natürlich müssen wir uns nicht impfen lassen, aber wenn wir uns nicht impfen lassen, kann uns jeder Arbeitgeber sofort vor die Tür setzen und wir haben überhaupt keine Chance, vor dem Arbeitsgericht dagegen irgendetwas zu unternehmen. Das ist de facto eine Impfpflicht, Frau Sabine Dittmar. Und da können Sie so emotional reden, wie Sie wollen. Sie verscheißern uns, um das mal in Norddeutsch zu sagen. Das ist schlichtweg gelogen, was sie da gemacht haben. Und das Schlimme ist, es gibt ganz viele Menschen da draußen,
diesen Unsinn, den Sie da verzapft haben, den Sie da herausgegeben haben als Sprecherin für diese Gesetzesentscheidung, das glauben die Leute auch noch. Leute, nein, lest es nach. Gestern gab es ein Video, Neuerscheinungen, glaube ich, heißt es, für niemanden und für alle. Da war es drin. Schaut es euch an. So, dann haben wir den nächsten Punkt, Jalta-Konferenz. Ich habe heute mit einigen ganz guten Kontakten, also es ist untertrieben ganz gute Kontakte in Russland gesprochen. Und in Russland ist es so, dass offen in den Medien über die Jalta-Konferenz geschrieben, gesprochen wird. Und in den sozialen Medien machen die sich lustig darüber, dass das bei uns in Deutschland noch überhaupt nicht bekannt ist, dass die Jalta-Konferenz tatsächlich stattgefunden hat und alle notwendigen Verträge selbstverständlich unterschrieben worden sind. Und die finden die Diskussionen, die bei uns in Deutschland geführt werden, ob der Trump da war oder nicht, finden die auch belustigend. Nur mal so am Rande. Die Jalta-Konferenz hat tatsächlich stattgefunden und Trump war unter anderem auch dort, wie wir schon mal gesagt haben. Aber wer Russisch spricht kann sie und Kontakt hat zu den sozialen Medien, wird das selber auch herausfinden und der kann sich auch gerne melden und da übersetzte Posts und Artikel uns zuschicken, die wir dann auch gerne veröffentlichen. So, dann haben wir noch so ein paar Live-Berichte. Da ist einer zu einem Edeka gefahren, hat sich dort auf den Parkplatz gestellt und ist ausgestiegen, hat sein Grundgesetz hochgehalten. Woraufhin ein Ordner, der vor dem Edeka-Markt steht und kontrolliert, ob genug Leute reingehen oder rauskommen und ob zu viele drinnen sind, ob die alle Masken aufhaben und so weiter. Der ist also hingegangen zu diesem Menschen, der an seinem Auto stand und das Grundgesetz hochhielt. Und dann hat er den gebeten, er möchte das bitte runternehmen. Daraufhin gab es eine Diskussion, ein Wortgefecht und irgendwie tauchte die Polizei auf und hat mit dem Mann gesprochen und hat ihm eine Ordnungswidrigkeit aufgebrummt. Es gab einen Passanten, der das Ganze beobachtet hat und der wollte eigentlich helfend einschreiten und hat sich dann ganz nett mit der Polizistin, die dabei war, unterhalten und hat gesagt, naja, also hier passiert ja schon eine ganze Menge und in sozialen Netzwerken und so weiter wird ja schon darüber gesprochen, dass hier irgendwas läuft und sich irgendetwas bewegt und dann muss es ja jetzt mal eine Veränderung geben. Und daraufhin hat sie gesagt, naja, dass sich was ändert, ist uns klar. Das, was Neues kommt, ist uns auch klar. Und auf die Frage, ob sie wisse wann, hat sie gesagt, nein, das wissen sie leider nicht. Bei einer anderen Veranstaltung, bei einer Versammlung, hat ein Teilnehmer, der, ich glaube, der hat irgendwas gefilmt oder irgendwas gemacht. Auf jeden Fall hat er auch eine Ordnungswidrigkeit bekommen von der Polizei. Und dann hat er gesagt, nö, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Hat eine Anzeige bei Chef gemacht. Eine halbe Stunde später ist diese Ordnungswidrigkeit, das hat er dann schriftlich bekommen, fallen gelassen worden. Also ihr seht, das geht ganz schnell. Und man kann durchaus auch sagen, ja, können Sie mir geben, aber ich leite es an Chef weiter und verbunden mit einer Anzeige wird wahrscheinlich dann noch nicht mal ausgestellt werden, die Ordnungswidrigkeit. Also ich kann es mir nicht vorstellen, denn es ist ja jetzt auch deutlich bekannt, es lief auch die letzten Tage durch die Medien, dass die Polizei privat haftbar ist. Also jeder Polizist ist privat haftbar und er muss seine Unschuld nachweisen, was in den Einzelfällen natürlich ein bisschen schwierig werden könnte. So, dann bekamen wir die nächsten, dann bekam ich so, wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben jetzt 16.49 Uhr, also so etwa 15 Uhr bekam ich einen Anruf von der tschechischen Grenze, deutsche Seite, so 10 Kilometer oberhalb vom Bayerischen Wald angesiedelt ungefähr. Und ich will euch mal mitteilen, was ich da gehört habe. Also heute Nacht, so gegen 1, hat es in dieser Stadt Feueralarm gegeben. Also die Sirenen haben dreimal geheult, war ganz klar Feueralarm. Er wohnt unweit von der Feuerwache weg und hat aber keine ausrückenden Feuerwehrfahrzeuge gesehen. Was er aber am Morgen gehört hat, war, dass
eine sehr, sehr hochrangige Person über die tschechische Grenze begleitet worden ist mit einem sehr, sehr großen Konvoi. Erstmal nicht so weiter dramatisch. Dann hat er zwischen 1 und 2 erfahren aus dem Rathaus, dass seit dem Morgen ein sehr großes Polizeiaufgebot im Rathaus ist und da Leute rausholt. Neudeutsch sagt man dazu Verhaftung. Wir wissen aus sehr sicherer Quelle aus Russland, sehr hoch angesiedelt, mehr möchte ich dazu nicht sagen, einfach um auch die Quelle zu schützen, dass bei uns es anders läuft als nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Entnazifizierung. Da hat man nur die ersten drei Ebenen weggenommen und dann kamen Altnazis dann doch und wurden Bürgermeister und wurden dies und wurden jenes. Das wird diesmal deutlich gründlicher gemacht. Mehr hat er noch nicht gesagt. Er hat schon was gesagt, aber das können wir so noch nicht preisgeben. Also es wird sehr gründlich gemacht und man geht in die Gemeinden und man geht hierhin und dahin dort. Und also verlasst euch drauf, die kommen weg, die das System unterstützt und bedient haben. So, was passiert? Wir haben es schon mal gesagt, das Fernsehen wird abgeschaltet. Das hakt im Moment noch ein bisschen. Das ist aus derselben Quelle in Russland. Damit haben sie noch ein bisschen Schwierigkeiten. Es fehlen noch zwei Sender. Woran es hakt, kann ich euch leider nicht sagen. Habe ich noch keine genaueren Informationen. Aber diese zwei Sender, wenn die übernommen sind, werden sie abgeschaltet. Und dann haben wir kein erstes und zweites Programm mehr. Und mutmaßlich wird dann, auch darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, der General Laubenthal, zweithöchster General in Deutschland, vor die Kamera treten. Und ich nehme an, dass er dann die Publik, ich sage ganz deutlich nochmal, die Publik Deutschland, BRD GmbH, geschlossen ist. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir wissen, es ist Schäf übernommen. So, macht damit, was ihr wollt. Das sind die aktuellsten Nachrichten. Wir sind gerade dran, noch über die Grenze zur Niederlande. Da sind uns Bilder reingerauscht, wo Fahnen fehlen. Das werden wir gerade nochmal, das versuchen wir nochmal zu untersuchen. Wir haben auch just unmittelbar vor diesem Video erfahren, dass massenhaft amerikanische Hubschrauber gerade herumfliegen. Wir können noch nicht sagen, wo das ist, aber es ist offensichtlich, dass sie zu einem Einsatz fliegen. Das heißt, die Amerikaner kommen. Nein, sie kommen nicht, sie sind da. Etwa 400.000 Soldaten haben wir mittlerweile, das ist die neueste Zahl, die ich habe. 400.000 Soldaten sind da, die uns unterstützen, die unter dem Logo Chef hier in Deutschland wirken. Und nochmal, ja, wir haben die Fotos schon reingestellt, schaut sie euch bitte an. Wir machen keine Kringel um die Person, schaut sie euch genau an. Ihr werdet sie erkennen, dass sie unter einem blauen Blouson dann doch Armeekleidung tragen. Und sie stehen zum Beispiel in München auf der Theresienwiese. Also da nochmal der Hinweis, schaut da bitte genau hin. Und dann habt ihr die Nachweise dazu. Ansonsten, ihr findet ganz, ganz viele Nachweise bei uns in unserem Kanal, bei Telegram. Frag uns doch, kommt bitte rein, schaut es euch an. Wenn ihr bleiben wollt, bleibt gerne. Herzlich willkommen. Wenn ihr sagt, nein, kennen wir alles schon, ist uns zu profan oder können wir nicht mitgehen, dann verschwindet wieder, auch in Ordnung. Wir freuen uns über jeden, der da bleibt. Also, ich mache mich wieder dran. Viel zu tun gerade. Wir kommen zeitnah wieder auf euch zu. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit den Nachrichten. Also, bis bald. Where we go one, we go all. Kopf hoch und raus auf die Straße. Tschüss. Und gelbe Rosen mitnehmen. Tschüss.